Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten und willkommen zu meinem Unboxing des Huawei Ascend Mate. Ihr habt es mitbekommen, Smartphones werden immer größer. Es ist, ja, wir sind eigentlich schon gar nicht mehr in der Smartlet-Branche, sondern mit dem Ascend Mate haben wir 6,1 Zoll in der Diagonalen und können da eigentlich schon fast von Tablets reden. So meine Meinung. Wenn ihr das anders seht, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir wollen das Ganze nun auspacken, nackig machen und genauer ansehen, was Huawei uns da denn so bietet. Nehmen wir erstmal das Smartphone raus, wenn wir es kriegen. Puh, ganz schöner Bomber. Gut, darunter haben wir natürlich noch ein bisschen mehr, und zwar den üblichen Lesekram hier in dieser kleinen Packung versteckt. Was heißt Lesekram? Wir haben eine Warranty Card, wir haben Safety Information und wir haben ein Quick Start Guide für die wichtigsten ersten Schritte. Dazu kommt natürlich noch ein vorbildliches Micro-USB-Datenkabel, das gemeinsam mit dem ebenfalls sehr bombigen Netzteil zusammen dafür da ist, um das Smartphone dann an der Steckdose zu laden. Ansonsten können wir das Datenkabel natürlich nutzen, um es mit dem PC oder Notebook zu verbinden, Daten auszutauschen oder gegebenenfalls dort langsamer zu laden. Und es kommt noch etwas dazu, und zwar ein Headset. Wir sehen, es ist kein In-Ear-Headset. Ob das gut ist, ob das schlecht ist, werden wir im Verlauf des Reviews sehen. Packen wir den ganzen Schmarrn weg und schauen uns das Ascend Mate genauer an. Wer hier öfter reinschaut, weiß vielleicht, dass ich seit längerer Zeit schon einen Samsung Galaxy Note der ersten Generation verwende. Mein erster Eindruck damals, oha, ist das ein Bomber. Jetzt liegt das Huawei Ascend Mate vor mir und ich denke wieder, oha, ist das ein Bomber. Damals habe ich mich an das Note innerhalb von einem Tag gewöhnt, es ist eine unglaublich tolle Größe, ich möchte nichts Kleineres mehr. Ob ich aber was Größeres haben möchte, so wie das Ascend Mate, ich weiß es noch nicht, das wird die nächste Woche ergeben. Wir wollen uns das Ganze jetzt mal im Detail anschauen. Mein erster Eindruck auf jeden Fall ist wie folgt. Es ist ein richtig großes Gerät. Ich war natürlich nicht schockiert, aber es ist schon wirklich ein fettes Teil, wenn man das in die Hände bekommt. Mit dem Daumen überall hinzukommen mit einer Hand ist selbst für mich unmöglich und ich habe Slenderman-Hände, vielleicht seht ihr das. Das heißt, das ist schon überdimensional groß, vielleicht wird der eine oder andere sagen. Ansonsten, die Verarbeitung fühlt sich ganz gut an. Das Gewicht von immerhin 198 Gramm, was in der Smartphone-Branche ja nun absolut unüblich ist, passt absolut zu diesem Gerät. Wir wollen jetzt aber mal ins Detail gehen und schauen, was wir dann so bekommen mit dem Ascend Mate. Wir gehen auf die linke Seite und sehen hier als erstes eine Klappe, und zwar die Klappe für den Micro-SD-Karten-Slot. 32 GB können wir auf den internen Speicher draufpacken, dazu gleich noch mehr. Ansonsten sehen wir nur den Rahmen und nichts weiteres. Apropos Rahmen, wir sehen, hier ist der Rahmen und vorne über die komplette Seite geht das Display. Und wir haben auch gesehen, dass sich das Ascend Mate schon eingeschaltet hat. So ein Luder. Auf der Unterseite haben wir das Primärmikrofon zum Telefonieren natürlich und wir haben hier den Micro-USB-Anschluss, um zu laden oder Dateien mit dem PC auszutauschen. Auf der rechten Seite haben wir die Laut-Leise-Wippe. Hier seht ihr einen ordentlichen Druckpunkt, einen sehr weichen Druckpunkt, aber hier wackelt nichts. Man hat ja das Vorurteil gegenüber Chinesen, dass die einfach nur Scheiße bauen. Das ist nicht so. Hier sitzt, passt, wackelt und hat Luft oder wie dieser hässliche Spruch geht. Alles wunderbar. Der Ein-Aus-Power-Button ebenfalls steht ein bisschen heraus und hat einen wirklich ordentlichen Druckpunkt. Jetzt sehen wir das. Auf der Oberseite haben wir noch den 3,5 mm Klinkenanschluss und wir haben hier ein Mikrofon und den Slot, um die Micro-SIM-Karte einzulegen. Micro-SIM-Karte bedeutet, ihr braucht eine neue Karte, entweder vom Netzbetreiber oder vom netten Nachbarn, der euch die vielleicht klein schneidet. Gehen wir auf die Rückseite, schauen Sie uns nochmal im vollen Detail an. Die Rückseite ist irgendwas Kunststoffiges, was aber deutlich gummiert ist und dadurch liegt das Smartphone nicht nur wegen der Größe und des Gewichts wirklich gut in der Hand. Gehen wir mal weiter ins Detail. So sehen wir hier unten ein paar Kennzeichnungen, so ein paar Mischmasch-Sachen, die man aufs Handy einfach schreiben muss. Dazu kommt noch der Lautsprecher. Wir gehen hoch und sehen außen schön den Rahmen. Sehen dann erstmal eine lange Zeit nichts, außer den versteckten Akku, den wir natürlich nicht sehen. Haben ein Huawei-Logo, haben eine Single-LED, die als Blitz- oder Taschenlampe fungieren kann. Und wir haben ein wenig herausstehend, jetzt, ja, man sieht es ganz leicht, haben wir die Hauptkamera. 8 Megapixel, Autofokus und Videos in Full HD, genauer gesagt in 1920x1088 Pixel, können wir aufnehmen. Gehen wir zur Vorderseite. So sehen wir eine Hörmuschel, wir sehen das Huawei-Logo bzw. den Schriftzug, Licht- und Annäherungssensor sowie eine 1 Megapixel Frontkamera, die Videos in HD aufnehmen kann. Gehen wir einmal herunter, sehen wir das Display mit hier und da ein paar Lücken, in denen sich schon Staub gesammelt hat. Ob man den wegkriegt, schauen wir noch. Wir sehen außerdem, wie dick der Rahmen um das Display ist
Und wenn wir irgendwann mal unten ankommen, sehen wir noch ein paar Tasten, die wir jetzt sehen, wenn das Smartphone an ist. Nein, wir sehen sie nicht. Warum? Weil wir On-Screen-Tasten haben. Das heißt, wie mit Ice Cream Sandwich eingeführt, haben wir die Tasten hier im Display direkt. Dadurch geht natürlich was von der Display-Diagonalen weg. Allerdings ist es trotzdem immer noch ein sehr, sehr fettes Gerät. Apropos fettes Gerät, das Display ist 6,1 Zoll groß, was wirklich schon fett ist. Das sind 15,5 cm und liegt dadurch schon deutlich über dem deutschen Durchschnitt, was man so sagt. Es ist ein High Definition IPS Plus LC Display mit einer Auflösung von leider nur 1280x720 Pixel. Warum sage ich leider nur? Natürlich ist die Auflösung nicht schlecht, jetzt wo wir aber sehen, dass wir Full HD Smartphones bekommen, die mit 5 Zoll deutlich kleiner sind und sogar schon eine 4 vorm Komma stehen haben, ist es leider nicht mehr angemessen. Auf 6,1 Zoll sollte man schon Full HD bringen können. Wir haben natürlich Gorilla Glas vorne, um es zu schützen. 163 mm ist es hoch, 85,7 mm breit und 9,9 mm, also einen knappen Zentimeter dick oder dünn. Wir haben mal hier das Samsung Galaxy Note zum Breitenvergleich. Das schaut so aus, aber viel spannender ist natürlich der Größenvergleich. Also schauen wir ihn uns an. Das Note sieht im Verhältnis zum Sony Xperia Z schon klein aus. Nein, andersherum. Und wenn wir dann noch sowas wie das BlackBerry Z10 daneben legen, dann können wir hier schon so eine kleine Pyramide bauen, wenn ich jetzt auf die andere Seite noch ein paar Smartphones lege. Also im Vergleich zum Note ist es so groß, zum Sony Xperia Z ist es so groß und zum BlackBerry Z10 ist es dann so groß oder klein, was auch immer, wie ihr es gerne hättet. Insgesamt wiegt es, ich habe schon gesagt, 198 Gramm, passt absolut zu dieser Größe, fühlt sich auch im ersten Moment, wenn man es in der Hand hat, gar nicht so schwer an. Das wird wohl mit der Dauer dann passieren. Hier haben wir einen Akku drin, 4050 mAh, das ist echt eine Kampfansage von Huawei. Hoffentlich hält das Ding auch lange durch. 8 GB internen Speicher haben wir, 4,22 sind davon leider nur frei. Also empfiehlt es sich, das Gerät aufzurüsten per MicroSD um maximal 32 GB. Das Gerät gibt es in den Farben Schwarz und Weiß, welche wir hier haben. Ich glaube, das erkennt man relativ leicht. Und ab morgen, ab dem 5. April 2013, bekommt man es exklusiv über Mediamarkt für 480 Euro. Exklusiv ist immer so eine Sache, denn man bekommt es auch irgendwann online. Wie lange das noch dauert, das weiß keiner so genau. Wer jedoch direkt Bock drauf hat, der läuft einfach morgen schnell in den Mediamarkt, kauft sich noch 3 Leute, die beim Tragen helfen und dann kann es losgehen. Wir haben als Betriebssystem Android 4.1 Jelly Bean und die Huawei eigene Oberfläche Emotion UI in Version 1.5. Wir haben ein 1,5 GHz High Silicon K3 V2 Prozessor plus Intel XMM6260 Prozessor und dazu kommt eine 16-Kern-GPU, kennen wir ja von Huawei schon. Wir haben 2 GB RAM, die dafür sorgen, dass das alles ordentlich rennen soll. Wir gehen ins Internet, wenn wir unterwegs sind, über HSDPA bis maximal 21 Mbit die Sekunde und wir haben NFC mit an Bord. Wir haben 802.11er BGN WLAN plus DLNA für zu Hause und Bluetooth 4.0 in der LE-Version. Low Energy heißt das Ganze. Und das war's auch schon. Das war mein Unboxing zum kleinen Smartphone-Giganten aus China. Ich bin sehr gespannt, wie es sich so macht. Bin auf eure Meinung gespannt. Hättet ihr Bock auf so ein Riesenteil? Schreibt es in die Kommentare. Danke für eure Zeit. Ciao.